Wir sind so tot. Okay, alles klar. Panikmodus, Panikmodus. Hier rein. Ihr Vögel hier, ich habe euch alle gekillt. Ich will nur die Daten haben, Mann. Ihr seid einfach nur krank. Wie bitte eine Nebelmaschine? Und die können wir anschmeißen? Aber warum hatten die hier eine Nebelmaschine? Sind das vielleicht einfach nur irgendwelche Party-People? Das ist ja großartig. Yay! Wo bleibt die Musik? Na, wo ist er? Kommt gleich. Muss kurz anlaufen. Die Loot-Musik, die offizielle Kram-Musik. Oh, na gut, das ist ein bisschen Entspannung. Wobei, Looten ist ja auch irgendwie was sehr, sehr Entspannendes. Hat was Meditatives, so ein bisschen wie Kohlebrocken abbauen in Minecraft. Habe ich auch immer ganz gerne gemacht. Oder eben Schubladen leeren in den Fallout-Spielen. Ja, hier noch was. Da ist noch was. Meine Güte. Kram, Kram, Kram. Nehmen wir alles mit. Aber es gibt auch wirklich viel Kram hier. Und wenn man nicht aufpasst, dann lässt man hier rechts und links die Eddies liegen. Bündel voller Geld. Obwohl das ja eigentlich hier so die Ressource überhaupt ist. Ne? Man merkt wirklich, diese ganze Welt, nicht nur die Stadt Night City, sondern die ganze Welt rund um Night City, baut darauf auf, so viel wie möglich Geld aus den Leuten rauszupressen. Wow, was haben wir denn hier Schönes? M2067 Defender Power Maschinengewehr. Leicht, das sieht aber alles andere als leicht aus, mein lieber Scholli, ne? Und dafür haben wir dir den Schädel weggeschossen. Ich würde ja fast sagen, es hat sich gelohnt, aber das wäre total makaber, deswegen machen wir das nicht. Und unten war noch mehr Kram. Da unten bei den kleinen Leutchens, die zu nahe am explosiven Propangas-Kanister, naja, nicht Kanister, sondern an dem Propangas-Fläschchen gestanden haben. Jetzt reicht's doch, oder? Ich hab doch genug. Jetzt hör auf, mir neuen Loot anzuzeigen. Ich kann nicht. Ich muss das mitnehmen. Digitales Messitum. Ist euch ein Begriff, oder? Das kennt ihr bestimmt auch. Ey. Das ist echt viel. Warum gibt's da eigentlich nicht so eine automatische Aufhebefunktion von Loot in der eigenen Umgebung? So ein Kreis um einen herum, wo man dann die Sachen magnetisch anzieht. So ein bisschen wie bei Diablo. Okay, danke. Wir haben's. Klasse. Mann, Mann, Mann. Aber man wird ja auch belohnt. Nicht zuletzt mit Euro-Dollarn, mit Eddies, den Kronkorken von Cyberpunk 2077. Ich hab genug. Ich hab wirklich genug jetzt. Ich gehe jetzt hier runter, nimm noch rechts und links die farbigen Sachen mit. Genau, nur die farbigen Sachen hier. Grün und blau. Oh, ist hier einer? Nee, das ist die Musik hier. Gerade aus dem Radio, richtig? Ja, vielleicht hebe ich einfach nur noch den Grünkram auf. Man kann es auch echt übertreiben. Normalerweise unterscheide ich ja auch bei anderen lootfreudigen Spielen, je nachdem, was die Sachen wert sind. Wobei gerade eben die Euro-Dollar, die waren weiß. Wir müssen zumindest gucken, was das für weißer Kram ist. Und hier ist ja sogar noch was Blaues, Mensch, das hätten wir fast übersehen. Boom! Okay, es reicht. Es reicht wirklich. Hier ist auch nichts mehr, ne? Ne, hier ist tatsächlich nichts mehr. Ich gucke auch lieber mal nicht allzu genau nach, sonst würde ich hier nie wieder wegkommen. Hat sich aber total gelohnt. Da bin ich mir total sicher. Wir öffnen erstmal unseren Inventar. Unser Inventar. Mhm. Ist die Schrotflinte vielleicht stärker? Ja! Diese DB4 Igla ist stärker als unsere DB4 Igla. Dann wechseln wir die natürlich direkt ein. Schrotflinte Level 6 könnte man fast warten, aber wir brauchen nur eine. Die hat 96 Schaden. Die hat 97 Schaden. Dann können wir die zerlegen. Schön, die haben wir gerade eingetauscht. Das Präzisionsgewehr behalten wir auch. Ist das eine 6? Ja, ist eine 6. Ein 6er. MPchen können wir auch behalten. Weg damit. Und weg damit. Weg damit. Weg damit. Das sind diese ganzen drei Schussgewehre, die will ich nicht mehr. Ich will entweder MPs oder vollautomatische Sturmgewehre. Kann auch weg, das nicht. Die Copperhead, ja, wir hatten unsere Zeit, Copperhead. Wir hatten sie, aber die ist leider jetzt vorbei. So, welches LMG ist das bessere? Beide können wir frei, mit vollem Potenzial, ab Level 6 freischalten. Aber wir behalten natürlich nur die stärkere Variante. Die MP brauchen wir jetzt nicht eintauschen. Das Sturmgewehr wollte ich bei Zeiten mal ausprobieren.
Das ist eine M25-1S Ajax. Okay, und das ist auch eine Smart-Pistole. Noch eine. Wobei, das ist eine Smart-Maschinen-Pistole. Das kann ziemlich interessant sein, aber ich behalte lieber mal nur die smarte Maschinenpistole, denn ich bin nicht der größte Pistolenfreund. Kann alles hilfreich sein, aber muss halt nicht. Ich check mal kurz gegen, das war unsere alte MP, ne? Ich muss sagen, die hat mir ein bisschen besser gefallen. Irgendwie konnten wir den Gegnern damit ein bisschen besser Einhalt gebieten. Deswegen Aufsätze ab. Wir tauschen gegen unsere alte Maschinenpistole. Setzen da wieder ein Visierchen drauf. Die anderen Visiere können wir eigentlich zerlegen, ne? Für Komponenten. Das kostet alles Tragekapazitäten. Was? Aufgesammelt? Ungewöhnliche Itemkomponente? Was ist denn das hier? Warum kann ich das jetzt nicht wirklich zerlegen? Geht das hier vielleicht nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gute Frage, nächste Frage. Hier kommt der blaue Schalldämpfer rauf. Wir gucken gleich mal. Wir werden schon herausfinden, wo das Problem liegt. Tauschen wir unser Stirnband ein? Ja, auf jeden Fall. Taktische Dara Polytechnik Skimaske unterstützt den Core-Prozessor des Benutzers. Ist das so? Sie verschafft uns zumindest ein wenig mehr Panzerung. Und das können wir ja zerlegen. Mach's gut. Weste? Nee, haben wir nicht. Keine tragbare. Alles schön zerlegen. Wir brauchen die Komponenten, aber sowas von. Nope. Dankeschön. Bin mal später bestimmt im Dutzend billiger. Geht beides nicht. Schade, schade, schade. Das wäre es soweit in Sachen Inventar. Mal gucken, ob wir noch irgendwas vielleicht upgraden können. Haben wir genug Granaten und Co. Upgrades? Wobei Herstellung? Haben wir schon für irgendwas hier? Genügend hochwertige Ressourcen. Noch nicht. Aber bald. Für die blauen Ekomata fehlen uns nur noch 3 seltene Item-Komponenten. Das ist ja großartig. Das wird super. Wie viele Granaten haben wir noch? Inventar. 19 Stück. Das reicht auf jeden Fall. Und Max-Docs haben wir auch mehr als genug. Ne? Ja. Wir hätten auch noch Bounce-Back im Angebot, aber die finde ich irgendwie besser, weil sie die Heilung sofort durchführen. So Itemherstellung, Granaten brauchen wir nicht. Oh, warte mal, stopp, wir können noch keine Aufsätze und Mods herstellen, aber das kommt bestimmt später noch. Upgrades. Wie wäre es, wenn wir unser Scharfschützengewehr ein bisschen upgraden? Ein bisschen. Was geht hier denn so? Das wird teuer, ne? 92. Okay, der Level ist zu niedrig, um dieses Item abzugraden. Da müssen wir auch investieren. An Waffen rumwerkeln, das mache ich total gerne. Unsere MP kriegen wir auch noch ein bisschen stärker, ne? Ja klar! Nice! Und die Pumpe auch, hundertprozentig. Bei der Ausrüstung, da spare ich mir erstmal noch die Komponenten, denn naja, die wechseln wir ja wie, naja, wie Socken, ne? Wie man Socken wechseln sollte. Cool, dankeschön. Mega gut. Dieses Spiel hat so viele Facetten. Ich bin wirklich beeindruckt. Das wäre es jetzt aber wirklich, ne? Und jetzt stellen wir uns wieder die große, alles entscheidende Frage. Was machen wir? Wobei, haben wir Punkte bekommen? Ja, 2 Stück sogar. Wir gucken erstmal. Eine Sekunde. Wir wollen natürlich unser Gewehrhandling noch ein bisschen verbessern. Verringert die Zeit zum Ziel mit Gewehren und Maschinenpistolen. Ja, das hat jetzt aber auch keine Dringlichkeit, oder? Das ist halt das Handling, ne? Heben wir uns noch auf die Punkte. Wir werden vielleicht später mehr als genug Punkte haben und alles, was nur ansatzweise für uns relevant ist, dann ausgebaut haben. Handfeuerwaffen? Nee. Revolver und Pistolen sind mir eigentlich total egal. Zurück zum Charakter. Also zur Charakterübersicht. Hier sind wir durch. Coolness, geht da noch was? Können wir noch cooler werden? Nicht tödliche Takedowns? Aus der Luft heraus? Naja, weiß ich nicht. Das würde ich wahrscheinlich sowieso nie einsetzen. Erhöht das Bewegungstempo um 20%, während du schleißt. Klingt gut, klingt solide. Das können wir erst ab 7 machen, Tomahawk. Nee, das ist nicht meins. Kampfmaschine habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Das klingt eigentlich wie so eine Bullet Time.
Das Bewegungstempo erhöht sich um 2%. Aber das ist nicht wirklich viel dann für eine Bullet Time. Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Da müsste ich mal was machen, was ich sonst eigentlich eher weniger mache. Mich ein bisschen außerhalb des Spiels informieren, aber auch nur bedingt. Ne? Wir werden das vielleicht im Laufe der Story, die ich auf jeden Fall bald mal weiterspielen sollte. Hier fehlen noch ein paar Sachen bei mir auf dem Head-Up-Display, die recht hilfreich sein könnten. Und die sollte ich mir vielleicht mal freischalten. Und auch generell Braindance ist mir noch kein Thema. Und die ganze Cyberware-Geschichte. Vielleicht was Grundlegendes erhöhen. Deine Gesundheit regeneriert sich langsam im Kampf. Erhöht die Tragekapazität um 60. Das ist eine gute Sache. Können wir machen. In Ordnung. Sehr schön. Aber jetzt die alles entscheidende Frage. Was machen wir als nächstes? Hier genau stimmt der nächste Kleptomaneneinsatz. Dann hätten wir die Ecke auch fast fertig. Hier wäre sogar noch eine richtige Nebenmission. Aber erstmal ein bisschen klauen. Richtig, erstmal ein bisschen klauen. Audi war im Eimer, ne? Wir könnten höchstens noch mal gucken gehen. Hier ist ein Kleidungsladen direkt um die Ecke. Ob wir da nicht vielleicht irgendwas bekommen, was uns besser panzert. Da drüben, oh, da drüben ist gerade Action, ne? Ja, ich weiß nicht. Essen, trinken, extra kauen, mal gucken. Verbrauchsgüter, Burrito, Nicola. Nicola ist lecker. Das sind eine ganze Menge, ne? Schande. Ja, das ist eine ganze Menge. Die werde ich nicht alle auf einen Schlag weghauen können. Aber ich kann sie zumindest ein bisschen anditschen. Die soll ich killen, ne? Das ist hier direkt um die Ecke. Das müssten wir schon machen. Das müssten wir schon machen. Vielleicht alle kurz ein bisschen den anhacken und... Ah, schade. Wir haben nicht genug RAM-Riegel. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Dann werfe ich eine Granate rüber. Und den Rest macht das Scharfschützengewehr vielleicht. Hey, hey, hey! Na! Schande! Boom! Immer schön im Auge behalten. Den Kamera, Quatsch. Ich meine natürlich die Minikarte. Mein Fehler. Ich war ein wenig verdutzt. Spielt sich gerade so an, dass ich komme gerade aus einer Aufnahme. Tom Clancy's The Division 2. Dann geht das alles ein bisschen, ich sag mal, weniger rollenspielartig zu. Alles cool. Alles cool. Boom. Schön. Schön durch die Wand geschossen. Das war echt ein glorreicher Tipp mit dem Aufladen. Vielen Dank nochmal. Cool. Danke. Hätten wir das also auch geklärt. Den Loot kontrollieren wir erst später. Vielleicht, wenn wir wieder voll sind. Ach Mensch, ist dieses Spiel schön. Ist dieses Spiel schön. Ich kann jede einzelne Aufnahme kaum erwarten. Jedes Mal. Jupp, 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 jupp. Haben alles geklärt, ne? Noch irgendwer hier? Oder noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ja, das soll ich auch noch mitnehmen. Okay. Und hier noch. Ein bisschen Fusi-Fusi. Kann ich aber nicht mitnehmen. Warum auch immer. Ja, lassen wir es einfach liegen. Wir wollen uns damit nicht aufhalten. Mein Auto war... Genau, da brennt es noch. Die Karre können wir auch nehmen. Ne? Wir haben positive Erfahrungen gemacht mit den Maelstrom-Fahrzeugen. Natürlich habe ich meinen Controller schon wieder mal nicht bereitgelegt. Deswegen muss ich den jetzt erst anschmeißen, mache meine Musik aus und nochmal die Karte aufmachen. Ziel ist markiert. Wir wollen klauen. Denn klauen macht hier eine ganze Menge Spaß. Huhuhu. Vorsichtig. Vorsichtig. Ist das Anime-Musik? Hat was, ne? Ich lasse einfach mal an. Wir wollen uns mal hier einem anderen Impuls hergeben. Einem anderen Einfluss hier genießen. Ja, und jetzt hier lang. Okay, dann da lang. Da, 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 da. Sehr schön. Die Musik ist ja zu gut. Ist ja echt gerade zu gut. Vorsichtig. Vorsichtig um die Ecke zirkeln. Jetzt wird's ein bisschen neblig. Kann ich das Licht irgendwie doller anmachen vielleicht? Nebelscheinwerfer, hier wäre der richtige Nebenauftrag. Aber den machen wir erst später. Oh, wir müssen da rein, ne? Wie weit sind wir jetzt entfernt? 90 Meter. Eine Sekunde, erstmal kurz ein Stückchen zurück. Kriege ich Ärger, wenn ich hier reinfahre? Ich speichere lieber mal. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass ich jetzt hier einfach so reinfahre. Da sollen wir rein. Kriegen wir dafür wieder so eine nette Nachricht, die alles so ein bisschen aufklärt?
Das ist gut möglich. Regina, Mensch! Wir haben einen eher unschönen Auftrag für dich. Okay. Bryce Stone, dieser Fernsehprediger? Sein Sohn wurde ermordet. Eieiei. Um den Mörder zu schnappen, musst du an den Original-BD rankommen, der während des Mordes aufgenommen wurde. Ja, das hast du leider richtig gehört. Mehr Infos schicke ich dir mit. Mit der Nachricht wieder, ne? Tatsächlich. Nachricht lesen. Auftragsart Kleptomanie. Ziel Roh-BD des Mordes an Bryce Stones Sohn beschaffen. Ort Gebäude nahe Shipyard. Way Details. Mein lieber Freund, der TV-Prediger Bryce Stone, frag nicht, die Sache ist kompliziert, braucht unsere Hilfe. Sein Junge wurde entführt und ein paar Tage später auf brutale Weise ermordet. Das NCPD hat den Fall aus Mangel an Beweisen eingestellt. Bryce wollte die Sache nicht ruhen lassen und konnte die BD-Aufnahme des Mordes an seinem Sohn aufspüren, aber die Virtu wurde stark geschnitten, sodass sich darauf kaum Hinweise befinden. Wenn es dir gelingt, das Rohmaterial aufzutreiben, könnten wir vielleicht den Mörder identifizieren. Klar, wir kümmern uns drum. Warum eigentlich nicht? Aber jetzt wird es erstmal wieder interessant. Das ist doch bestimmt alles schon feindliches Gebiet. Wir müssen observieren. Da ist so eine Brücke oder so ein, weiß ich nicht, so ein Übergang. Vielleicht können wir auch von der anderen Seite rein. Was haben wir hier? Ablenkungsmanöver, die Kameras. Das ist nicht die beste Wahl, wenn wir von da reingehen. Vielleicht kommen wir da irgendwie rauf. Ja, bis dahin kommen wir rauf und dann weiter rechts eventuell. Oder vielleicht generell von der anderen Seite. Das wird spannend. Das wird richtig spannend. Ja, nee, das ist ein Zaun. Da kommen wir bestimmt nicht rüber. Oder durch das Rohr da. Ich traue diesem Spiel alles zu. Oder von hier dann. Aber so hoch können wir wieder nicht springen. Da fehlen uns die Fertigkeiten. Ist hier noch irgendwas? Ein Lüftungsgitter eventuell? Ich glaube, ich stelle schon die richtigen Fragen, aber uns fehlen noch die potenziellen Möglichkeiten. Nee, durch das Rohr können wir nicht. Aber ich glaube, der Eingang eher, also die Seite hier, ist schon ein bisschen vielversprechender. Oh, oh, oh. Zum Fenster putzen kann man hier vielleicht hochfahren. Das müssen wir ein, zweimal ausprobieren, bis wir es verstanden haben. Bis wir hier die Gameplay-Situation immer schön lesen können. Ist hier überhaupt irgendwas zu machen? Oder ist das nur Deko? Das ist wahrscheinlich nur Deko. Man kann hier auch scannen. Das verrät wahrscheinlich gleich viel mehr über die Situation. Hier einfach rüber ist nicht, ne? Nein, Schande. Naja, wenn nicht, knallen wir einfach mal alle ab. So just for fun. Oh, da. Ne, wir können halt nicht hoch genug springen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Na komm, komm, gib dir Mühe. Wie? So, dann eben hier rum vielleicht, darauf. Und dann nach rechts. Ja, das könnte was werden. Jupp, sehr schön. Schon sind wir halbwegs drinne. Hier rauf, geht das? Ja, psch. Die Kameras deaktivieren. Na, wo sind sie? Kameras. Hier sind einige, ne? Da ist eine. Nehmen wir doch erstmal die hier. Zack. Ausschalten bitte. Fluppdiwupp. Noch ist alles easy, ne? Noch können wir speichern. Das sollten wir uns zunutze machen. Jetzt könnten wir höchstens mal hier an der Seite entlang laufen. Da ist nur einer. Da ist noch ein anderer. Oh, hier sind eine ganze Menge. Von der Seite würden wir wieder nicht raufkommen, richtig? Der Zaun da vorne, ja, der ist lückenlos. Da vorne auch. Ich weiß es nicht. Noch kein Ablenkungsmanöver starten. Aber hier die Kamera schon mal deaktivieren. Ne? Ich glaube, die RAM-Regel, die laden sich noch auf. Cyberdeck-Speicher. Ja, der lädt sich immer wieder auf. Der Cyberdeck-Speicher. Können wir hier runter? Oder siehst du mich dann? Ich guck mal ganz kurz nach. Ich bin mutig. Der da hinten guckt auch gerade sehr ungünstig. Aber der dreht bestimmt. Oh! Oh! Lieber jetzt runter. Noch ist alles cool, ne? Ja, noch ist alles cool. Oder seid ihr schon, naja, so richtig schlecht drauf? So.
Vielleicht den Loot mal ein bisschen ignorieren. Noch ist alles cool, oder? Ja, ich kann auch speichern. Gutes Zeichen! Hallo, mein Freund! Komm. Hey, das war ich nicht. Oh. Hat er das gecheckt? Nicht so wirklich, ne? In die Ecke mit ihm. Den müssen wir jetzt looten. Wir können noch speichern. Alles im grünen Bereich, da ist die Kamera. Hier brauchen wir jetzt nicht hoch. Ich spiele das gerade so ein bisschen wie Thief, ne? Ja. Die Kamera, verdammt. Kann ich die sehen? Ja, kann ich. Rahmenregel wieder aufgeladen. Hey, lass mich das Ding hier hacken. Ich kann nicht. Ich komme da nicht dran vorbei gerade. Jetzt geht doch. Einmal bitte die Kamera deaktivieren. Jetzt machen wir dich kalt. Dann können wir fast schon unbehelligt rein. Kommst du hier rum? Wäre ungünstig. Also zumindest für dich. Oh. Schande. Ja, nein. Er steht da nur. Ist in Ordnung. Ich hoffe, dass der Typ drinne hier, den wir über die Minikarte sehen. Dass er uns nicht irgendwie aus dem Fenster sieht. Das wäre ungünstig. Na los. Ratter du, ich habe hier nicht ewig Zeit. Aber spannend ist es schon. Nicht vergessen, wir sind der Hitman. Können wir ihn ablenken? Ist da irgendwas zum Ablenken? Vielleicht die Lampe kurz flackern lassen? Da, das Flutlicht, aber dann guckt er in die falsche Richtung. Vielleicht können wir hier ganz an der Seite entlang. Ja, okay. Boom, Schaka, Lacker. Du kommst schon mit. Krass wäre es ja jetzt auch, wenn der Typ auf der anderen Seite der Leitung, mit dem er telefoniert hat, wenn er das jetzt irgendwie weitergeben würde. Aber soweit sind wir noch nicht. Ist in Ordnung, der liegt gut. Der liegt gemütlich, der schläft nur. Wie Batmans Eltern. Jetzt können wir da hoch. Da steht einer, richtig? Ja, da steht einer. Wie komme ich jetzt hier rein? Psch. Ist hier drüben noch einer? Nee. Aber wir sind gar nicht mal so verkehrt. Oder doch? Doch, wir sind total verkehrt. Falsches Gebäude. Nein, Quatsch. da jetzt hoch, ne? Aber da steht doch einer, oder? Na, ein bisschen weiter. Haben alle gehört. Wir können jetzt hier hoch erstmal. Ja, oh nein. Wir sind zu klein. Das gibt's doch nicht. Rüberhangeln ist auch keine Option, ne? Wir sind ja nicht bei Tomb Raider. Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Damit habe ich nicht gerechnet. Das hat mich jetzt ein bisschen übermannt. Jetzt von hier vielleicht da ran springen. Und hopp! Ja, es geht! Es geht alles. Dieses wunderbare Spiel ist so toll. Jetzt müssen wir da rein. Kurz zwischenspeichern. Rock'n'Roll, Mann! Oh, da ist einer. Der darf uns nicht sehen. Kurz hier vorbei. Die sind alle ein bisschen kritischer, weil wir hier im feindlichen Gebiet sind und da steht auch noch einer, richtig? Naja, aber der steht hinter der Kiste. Oh. Hat uns gesehen. Aber nur ganz kurz. Mann da. Feindlicher Bereich. Alles im grünen Bereich. Er kommt rum. Schande, er kommt. Ah. Ungünstig. Rechts oder links, mein Freund? Da sind zwei. Oder sind das die von unten? Das ist nur einer. Der andere ist von unten. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Okay, alles klar. Panikmodus. Los, rüber, habe ich gesagt. Nein, ja. So, wir müssen hier rein. Ratzfatz, wir müssen den BD besorgen. Hier rein. Ihr Vögel hier, ich habe euch alle gekillt. Ich will nur die Daten haben, Mann. Ihr seid einfach nur krank. Einfach nur krank. Und jetzt hauen wir wieder ab, wie wir reingekommen sind. Los! Splittergeschichten aus Night City.
Tinnitus-Musik, Kritik, ein Versuch. Okay Leute, dieses Problem hatte ich noch nie. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Mitglieder von Maelstrom die Musik ihrer Lieblingsband Tinnitus anders als andere Hörer wahrnehmen. Diese durchgeknallten, Overkill-verchromten Wichser beschreiben Melodien mit Begriffen wie komplex, facettenreich und von überraschender Soundtiefe. Aha, das sind nicht gerade die Worte, die ich verwenden würde. Versteht mich nicht falsch, ich mag Musik, auch wenn sie laut ist, aber in diesem Fall enthält der Lärm absolut keine Musik. Ich weiß nicht, anders kann ich es nicht beschreiben. Jedenfalls habe ich zwei Theorien für euch. Theorie Nummer 1, da Tinnitus ausschließlich im Totentanz spielen, könnte die dortige Akustik der Grund sein. Das Problem dabei, Maelstrom ist eine Gang aus hypergewalttätigen Psycho-Arschlöchern. Ich würde niemals meinen guten Ruf aufs Spiel setzen und auf einer ihrer Live-Shows spielen, aber wie kann ich meine Theorie bestätigen, wenn nicht vor Ort? Theorie Nummer 2, Halluzinogene. Vielleicht haben Tinnitus ihre eigenen selbstgemachten Chemie-Cocktails, die sie vor einem Gig unter die Leute bringen, damit die in Kombination mit ihrer Musik den Trip ihres Lebens erfahren. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich will es gar nicht so genau wissen, denn falls Nummer 2 zutrifft, würde ich zum Wohle des Musikjournalismus eine drogeninduzierte Kernschmelze meines eigenen Nervensystems riskieren. Und ist es das wirklich wert? Chomps, ich sage dazu nur so viel. Musik muss echt nicht so kompliziert sein. Conpecky Plaza. Luxus, Schönheit, Diskretion. Was hat noch mehr Macht als ein Ort? Eine Idee. Conpecky Plaza ist mehr als nur ein Hotel. Es ist eine Umgebung, in der die Realität für den feinsten Geschmack und die kultiviertesten Vorlieben kuratiert wird. Im Conpecky Plaza erwarten Sie 420 exklusive Apartments, 20 Konferenzsäle, 14 voll ausgestattete Schwimmbäder, die besten Bars und Restaurants sowie etwas, was man nicht mit Zahlen allein messen kann. Luxus, Schönheit und Diskretion. Unser weltweit anerkannter Kundenservice erfüllt unseren Gästen jedes Bedürfnis und jeden Wunsch, sodass Ihr Aufenthalt im Conpecky Plaza zu einem unvergleichlichen Erlebnis wird. Das Wort unmöglich existiert für uns nicht. Wenn es um den Komfort unserer Gäste geht, entdecken Sie eine neue Dimension des Luxus im besten Hotel von Night City.